Wir haben sofort einen Suchtrupp gebildet. Niemand in Daventry sollte ruhen, bis Alexander gefunden war. Alexander! Alexander! Da war natürlich erstmal ein kleiner Schockmoment. Mensch, Manni, früher hier so gut befreundet. Aber es war ja auch alles nur... Vögel, verbreitet die Kunde. Der Prinz wurde entführt. Fake. Sohn! Der wollte von Anfang an eigentlich nur die Macht haben. Hallo? Ist da jemand? Also der Manni, der wollte ja, ja, der ist ja eigentlich irgendwie so ein Kobold, oder? Aber irgendwie ist das sein Recht als Mensch. Der ist irgendwie im falschen Volk aufgewachsen oder so. Alles sehr merkwürdig. Aber jetzt wissen wir endlich, was mit Manni los ist. Da hat ja in den letzten Teilen gab es da mehr oder weniger so ein kleines Rätsel drum. Alexander! Wie sieht's aus? Die ersten 24 Stunden sind am wichtigsten. Wir müssen überall suchen, alle ansprechen. Die Trolle, den Koboldkönig. Gib wie Bescheid, sie soll im Osten suchen. Ja, genau. Würde sie nur auf meine Briefe antworten. Was? Ach, nichts. Wir kümmern uns später darum. Ich schlafe erst wieder, wenn Alexander wieder da ist. Ich wende mich an Königin Madeline. Ihre Eichhörnchen sind unheimlich schnell. Guter Plan. Wir haben auf jedem Baum und in jeder Koboldhöhle nach einem Hinweis auf unseren Sohn gesucht. Ja. Also deine Schwester ist auch weg, Mädel. Das hört sich ja schon mal nicht so gut an. Will ja unsere ganze Familie zerstören, vernichten. Ach, das kennen wir doch die Stelle hier. Bist du da unten? Hier am Ende dieses Weges haben wir doch, also habe ich jetzt nicht, aber im zweiten, nee, das war noch erste, genau, im ersten Teil haben wir hier gegen den großen, wie ist denn der, also auf jeden Fall der mit seinen Eichhörnchen. War das hier? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber es sah eigentlich so aus am Anfang. Kann man da rein irgendwie in den Wald? Kann ich irgendwie die Häschen ansprechen? Nee. Kobolde, ich hoffe für euch, dass ihr ihn nicht dort unten habt. Ich finde das gerade irgendwie ein bisschen sinnlos, in jedes Loch reinzuschreien. Ich komme da runter. Oh, okay. Ich durchsuchte das Zimmer nach einem Zeichen meines Sohnes. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir hier jetzt reinkommen. Ich wollte gerade noch sagen, ich finde das ein bisschen sinnlos. Aber so ist es jetzt natürlich gar nicht so sinnlos. Was sind das? Leuchten meine Hände für einen gewissen Zeitraum, wenn ich da drin war? Wäre sehr interessant. Hier kommen wir nicht rein. Bücherregal bringt auch nichts. Und dann fand ich einen Hoffnungsschimmer. Ich höre niemals auf zu suchen. Und das haben wir auch nicht. 18 Jahre lang habe ich gehofft. Es ist Zeit, Liebste. Wir haben alles getan. Daventry braucht dich jetzt wieder. Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Komm, Paps. Ich helfe dir. Rosella war eine wunderschöne junge Frau geworden. Die perfekte Tochter. Aber ich konnte mich auf nichts konzentrieren, weil meine Familie nicht komplett war. Die Initiative für bezahlbaren Pudding?
Wirklich? Sind das die Dinge, die so wichtig für Daventrys Zukunft sind? Ich sollte lieber nach meinem Sohn suchen. Komm schon, Liebste. Ein Löffel Pudding ist für manche Leute das einzig Gute im Leben. Wir müssen hier mal raus. Wie wäre es mit einem Urlaub? Es sind doch bald Ferien. Ich wollte immer mal dahin, wo du Mutter kennengelernt hast. Wir müssen erst diesen Papierkram erledigen. Soll ich uns ein paar Schokopfannkuchen machen? Das klingt tatsächlich gut. Vielleicht zum Abendessen. Oh, ich weiß. Ein Anstarr-Wettbewerb. Das ist doch immer lustig. Ich weiß nicht. Was ist los? Hast du Angst, dass wir deinen unschlagbaren Rekord brechen? Nein, es ist nur... Zu spät. Laut Daventry-Dekret P33P3R5 darf niemand einen Anstarr-Wettbewerb ausschlagen, den die königliche Familie ansetzt. Ich wusste, dieses Dekret war Quatsch. Du hast Mut, deinen Vater zu einem Anstarr-Wettbewerb herauszufordern. Ist das ein Lächeln? Nein, das sind nur Lachfalten. Hat jemand meine Schlüssel gesehen? Okay. Anstarr-Wettbewerb. Wir dürfen mir nichts Aufmerksamkeit schenken. Dieser Bart verdeckt jedes Lächeln. Du gewinnst nie. Was? Schon gewusst, dass ich auch einen Taschenspleen habe? Das liegt in der Familie. Werden deine Augen müde? Nein. Nein. Ein wenig. Okay, Witzig. Okay, meine Augen tun langsam weh. Okay, nicht lustige Gedanken. Sardinen-Smoothies, ist gar nicht so leicht, das hier raufzuhalten. Rücken. Achtung, Graham, du schwächelst. Du konzentrierst dich nicht. Kitzelkampf. Betrüger, Betrüger, alle beide. Alexander? Naja, eigentlich heiße ich Gwydion. Was ist denn hier los? Schreib einfach mit dem Herzen, Liebling. Ach, ich sehe einfach keinen Sinn in dem Ganzen. Die Worte kommen nicht. Oh, Graham. Seit wann hast du Probleme, Worte zu finden? Vielleicht regt etwas Popcorn-Geschmack-Weingummi deine Fantasie wieder an. Tut mir leid, aber ich habe keinen Hunger, Liebste. Nicht mal auf Popcorn-Geschmack-Weingummi. Den Versuch war es wert. Na los, verschwinden wir von hier. Wärst du nicht lieber auf einem Abenteuer? Reisen wir doch endlich nach Kolyma. Das wollten wir doch. Das klingt wirklich toll, aber jeder Moment mit dir ist mehr Aufregung, als ich mir wünschen könnte. Wir sollten jetzt erstmal alles regeln. Die Ärzte haben sich klar ausgedrückt. Wir müssen es den Kindern sagen. In Ordnung. Ihr wolltet mich sehen? Ja, es gibt etwas, was dein Großvater und ich dir sagen wollen. Du solltest dich besser hinsetzen. Gasolomio, ich... Moment, ich muss mich sammeln. Du weißt, dass ich viele große und erfüllende Abenteuer erlebt habe. Aber es kommt der Zeitpunkt im Leben eines Königs, an dem er... Im Leben eines jeden Königs kommt der Zeitpunkt, an dem er sich einen würdigen Nachfolger sucht.
Und darum vertraue ich dir die überaus wichtige Aufgabe an, diesen Brief an das Addenda-Änderungsamt zu übergeben. Ich muss dringend ein paar Punkte überarbeiten lassen. War das alles? Ja. Die Änderungen in diesem Brief sind entscheidend für das Wohl von Daventry. Ja, ja, verstanden. Pardon. Und um welches Addendum geht es konkret? Natürlich um das vorne auf dem Umschlag. Addendum 48677. Okay. Ja, Großvater. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Hey! Gott, warum sprichst du nicht mehr mit mir? Was ist denn los? Setz dich. Deine Großmutter und ich müssen dir etwas erzählen. Ob eine Geschichte mich aufheitern kann? Was ist denn los, mein Schatz? Gart, er hat jetzt 3 Tage lang nicht mit mir geredet. Ich habe ihn beim Scharfsinnsduell besiegt, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Er ist so kühl und distanziert. Keine Sorge, das gibt sich schon wieder. So starke Familienbande wie unsere brechen nicht so leicht. Aber das erinnert mich an eine Geschichte. Eine, an die ich lange nicht gedacht habe. Und zufälligerweise... Nur zu? Zufälligerweise geht es um deinen Vater. Es war ein sehr kalter Winter und Alexander hatte Probleme, sich an das Leben im Königshaus zu gewöhnen. Also beschlossen wir, dass ein Familienurlaub in Avalon das Beste für alle wäre. Oh, der Ort, wo du dich in Oma verliebt hast. Ja, und das Wetter war dort um diese Zeit viel sonniger. Ich sah es als eine gute Gelegenheit, meinen Sohn kennenzulernen. Ich hatte 1000 Fragen über seine Flucht vor Manannan, aber ich wollte ihn damit nicht überfordern. Also, Sohn, wir könnten einen Umweg machen, damit ich dir einen meiner Lieblingsorte zeigen kann. Okay, einverstanden. Ich habe aber eine kleine Bitte. Alles für meinen Alexander. Ja, es ist dieser Name. Du willst doch nicht etwa Gwydion genannt werden, oder? Nein, nein, es ist nur, ich dachte mir, wenn ich sowieso einen neuen Namen lernen muss, wieso nicht einen mit mehr Pep? Etwas Mysteriöses. Etwas wie, ich weiß nicht, Caduceus der Majestätische. Ich fand den Namen schon immer toll. Du willst wirklich Caduceus genannt werden? War nur so eine Idee, also ein Traum. Nun, es ist kein königlicher Name, aber wir können darüber reden. Wirklich? Was zeige ich dir zuerst? So, und da dürfen wir nach langer Zeit doch mal wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Und wir hoppeln hier gleich mal rüber. Das ist ein kleiner Auszug meiner über die Jahre gesammelten Schätze. Die Zaubertruhe hat unserem Königreich viele Reichtümer beschert. Der Zauberschild beschützt Daventry seit Jahren. Und diese hübschen Edelsteine... Nun, die waren nur für Bonuspunkte. Ich schaue sie gern an. Sie sind schön. So. Gehen wir mal da rüber. War nicht da hinten da? Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Das ist doch... Hier stand doch beim ersten Mal hier so, wo ich langlaufe, stand doch im ersten Spiel die Tafel. Schau mal, die Trophäe, die mir den Ritterstand verschafft hat. Sehr schön. Ist das da obendrauf ein Cremekuchen? Und weiter. Okay. Und dann gucken wir mal nach hier. König Graham der Tapfere, was? Eines Tages wird deine Statue direkt neben meiner aufgestellt werden.
Ich weiß nicht, ob Alexander der Tapfere zu mir passt. Wer soll sonst das Familienvermächtnis fortführen? Komm schon, König Caduceus klingt doch nett. Nachdem ich mein Vermächtnis mit Alexander geteilt und ihm meine Schätze gezeigt hatte, gingen wir in die Stadt, um Vorräte für die Reise zu besorgen. Die Stadt, sehr schön. Winterlich. Den Baum müssen wir uns mal angucken. Ich habe gesehen, wie der Stadtbaum gewachsen ist. Das war meinem Sohn leider nicht vergönnt. Ja, im ersten Spiel wurde der gepflanzt. Gepflanzt oder war er da ganz klein? Ich weiß es nicht. Sag nicht, Dings ist hier. Will das hier sein?